Normalerweise werden mit den Jahren Falten und graue Haare zunehmend ein Thema, nicht jedoch bei Dagmar Wöhrl. Für die 67-Jährige scheint die Zeit rückwärts zu gehen, sie strahlt geradezu vor lauter Power. Die Investorin aus der TV-Sendung Die Höhle der Löwen ist in der Vergangenheit eher durch einen etwas biederen Look aufgefallen. Ein Grund dafür könnte ihre Arbeit beim Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie sein, wo sie bis 2009 tätig ist. Da wird bestimmt ein anderer Dresscode erwartet als in der glitzernden TV-Welt. Mit dem Jobwechsel hat sich dann schlagartig einiges geändert. Erst kam eine neue Frisur, die Löwin tauscht die stufigen kurzen Haare gegen eine schulterlange wellige Mähne. Und auch in Sachen Make-up und Kleidung hat sie sich einige Tipps und Tricks von ihrem Stylisten Abcha Plek geholt. Seither wirkt sie wie ein neuer Mensch, fühlt sich sichtlich wohl in ihrer Haut und geht nun als topgestylte Businessfrau durchs Leben.